Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Teil unseres Videotagebuches mit dem Tag 8. Am Morgen machten wir erstmal einen ausgiebigen Spaziergang am Strand vom Campingplatz. Das Wetter ließ erstmal zu wünschen übrig, aber das sollte sich im Laufe des Tages noch ändern. Und hier, wie im letzten Teil versprochen, ein paar Eindrücke vom Campingplatz. Unser erstes Ziel heute waren die Steinsetzungen Klavakern. Ein kleines Stückchen weiter abseits gelegen befindet sich noch eine weitere Steinsetzung. Hier habe ich versucht, durch den Stein in der Zeit zu reisen. Fans der Serie Outlander wissen sicherlich, was ich meine. Unser nächstes Ziel war das Culloden Battlefield. Hier schauten wir uns die Ausstattung des Visitor Centers und natürlich das Schlachtfeld selbst an. Die traurige Geschichte der Schotten hat uns hier sehr berührt. Die interaktive Ausstellung, gerade mit dem 360-Grad-Kino, welches die Schlacht nachstellt, war sehr beeindruckend und emotional.
Unsere Route führte uns dann weiter durch die wunderschönen Highlands, hinauf zu der Nordküste Schottlands. Hierfür mussten und wollten wir dann noch knapp 150 Kilometer hinter uns lassen. Unterwegs machten wir immer mal wieder Halt, um ein paar Fotos zu machen. Unser Endziel für heute war ein Stellplatz an der Kyle of Tong. Diesen Stellplatz kannten wir bereits von unserer ersten Reise nach Schottland vor 3 Jahren. So wussten wir, dass uns hier ein wunderbarer Platz für die Nacht erwartet. So, das war dann auch schon wieder Tag 8 unserer Reise. Bis zum nächsten und tschüss!